Ich frage mich, was uns heute der große Preis von Spanien bieten wird. Vielleicht erleben wir wieder ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen wie im unvergessenen Jahr 91 zwischen Mansell und Senna, die sich damals auf der Start- und Zielgeraden ein Millimeter-Duell lieferten. Vielleicht sehen wir aber auch ein eher strategisches Rennen mit deutlich erschwerten Überholbedingungen. Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist eine Strecke, die die Fahrer von den Tests im Winter bestens kennen. Spannung und Überholmöglichkeiten versprechen vor allen Dingen die lange Gerade und die DRS-Zone vor Kurve 1. Für den Grand Prix darf ich erneut Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Jetzt würde ich gerne mit dir über Lando Norris reden. Wie alle Fahrer auf diesem Level haben sie natürlich reichlich Ambitionen, aber der Schritt in Richtung Formel 1 ist höher als bei allen anderen Rennserien. Und die Erwartungen sind schon am Anfang sehr, sehr hoch. Und das ist etwas, was die Karriere von so manchem Fahrer vorzeitig beendet hat. Dass sich der Schritt zur Formel 1 einfach als viel zu groß erweist. Aber ich denke, im vorliegenden Fall machen sie wirklich eine gute Arbeit. Und das Risiko, dass das Team mit der Verpflichtung eingegangen ist, zahlt sich langsam aus. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Leclerc, Hamilton, Sebastian Vettel und Gasly, Sainz Jr., Perez, Magnussen und Romain Grosjean. Butler, Weber, Lance Stroll, Richter. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Norris, Raikkonen, Daniel Ricciardo und George Russell. Albon und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Okay, you've qualified higher than we expected. So let's try to build on this position throughout the race. Ja, damit dann herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019 mit dem Rennen aus Spanien. Und ich bin nicht fit genug. Ich werde jetzt einfach kurz den Dings rausnehmen, einbauen. Das Automatikgetriebe werde ich einbauen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin nicht wirklich fit genug, um jetzt noch weiter zu machen. Ich möchte euch natürlich gerne auch das Dings zeigen. Das letzte Rennen fahren und alles drum und dran. Dann habe ich das, was ich heute schaffe, brauche ich nicht morgen machen. So rum ist es eigentlich richtig. Komm. So, mal gucken, was heute hier mit dem heute passiert in diesem Rennen. So rum ist es richtig. Kann sein, dass ich wirklich Zeug quatsche, wie gesagt, nochmal. Ich bin nicht fit, ich will das Rennen noch zu Ende fahren und dann mache ich auch Feierabend, dann muss ich die ganze Scheiße kopieren und dann hoffentlich noch anfangen zu schneiden. Wir wollen ja natürlich nochmal gut vielleicht ein paar Pünktchen irgendwie mitnehmen. Hier in links in Baku, das hätte ja nicht so ganz geklappt. Platz 18 war ja natürlich nicht. Ja, passt. Aber ich finde es euch gut, dass solche Fahrer einige. Ich finde es gut, dass solche einige Fahrer eine Strategie haben, wie zum Beispiel Lukas Weber mit dem Gelb, mit den Mediums. Weil dann haben wir nicht nur diesen Einheitsbrei, wie wir ihn einfach 2018 zum Beispiel noch hatten. Da waren nämlich alle auf die gleichen Reihen, hatten wir nicht alle auf den gleichen Reifen. Dann jetzt in dem Fall waren es halt die Soft-Reifen gewesen. Jetzt machen die Fahrer ein bisschen was anderes für Strategie. Und das finde ich auch wirklich gut. Das kommt nämlich in der echten Formel 1 auch vor. So, Weber und Butler davor. Aber wie gesagt, wir wären immer davor gewesen. Wir wären ja auf 9 eigentlich gewesen. Das war eigentlich der Plan, dass vor den beiden Haas, die nämlich vor den beiden hier liegen. So, wenn ich die Stellung jetzt komplett ist, dann können wir nämlich gleich loslegen. Und steht noch ein bisschen weiter hinten. Let's go. Der Auftakt.
zum 5. Saisonlauf steht an Barcelona, Spanien. Wir kämpfen mit Lando Norris und P14, der ist momentan vorbei. Aber wir lassen ihm ein bisschen Platz, da sind wir wieder durch. Hindurch geflogen. Wir wollen ja natürlich ein paar Pünktchen mitnehmen. Der oh, Norris greift an. Ja, weil er jetzt toll noch nicht aus dem Knie kam, müssen wir tatsächlich noch ein bisschen warten. Also wir fighten gerade gegen Dings auf 13. Vorbei. So müssen wir natürlich ein bisschen was arbeiten. Das war hier immer vielleicht doch ein paar Punkte noch mitnehmen. Pünktchen mitnehmen, so ist es richtig. Stroll hinter uns. Also zwei Autos haben wir überholt. Weber dabei vorbei an Romain Grosjean. Werden immer ein bisschen. Ihr seht das am Heckflügel, wenn hier wenn das Rücklicht leuchtet. Ah, da bin ich wieder ein bisschen rausgekommen. Nicht ideal, dass der Kurve rausgekommen ist. Vielleicht so eine Möglichkeit zu haben, den Angriff zu setzen gegen Devin Butler. Ja, gut, das konnte ich jetzt natürlich nicht verhindern. Aber vielleicht den Konter setzen. Das ist einfach so. Platz 13. 17 Runden stehen wir uns heute an. Angriff wieder von Lando Norris diesmal. Jetzt rechts neben uns ist. Aber wir sind dran an ihm und haben ihn wieder abgewehrt. Jetzt würde ich mich da versuchen, natürlich reinzukämpfen in die wieder die Gruppe. Grosjean Butler. Grosjean, der in Baku ja ausgeschieden ist. Und wir haben Albon auf jeden Fall hinter uns, wir haben Russell hinter uns. Das ist zumindest mal das Wichtigste. Oh, der McLaren, der pusht aber hart. Und der McLaren da hinten, der will es aber wissen. Gucken wir mal, die Möglichkeit, Punkte zu holen. Also das ist durchaus möglich, klar. Wer das Auto will. Beziehungsweise, wenn wir da ein bisschen rankommen. Wieder so weit, ein bisschen schlecht rausgekommen. Weitere Bottas mit der schnellsten Rennrunde. Jetzt der Angriff von Butler auf Grosjean. Ja, der McLaren hat Power ohne Ende, der kriegt das jetzt wieder. Ja, danke Neus, dass du mir da den Flügel wegrasiert hast. Wenn ich den Flügel wegrasiert, aber. So schön vorbeigefightet. Hat aber gut gemacht. Muss ich ihm lassen. Das war mir so klar. Vorbei. Ja, geil. Ey, es ist im Kotz manchmal. Ich will natürlich da jetzt irgendwie mal wieder vorbei. Aber diese Strecke schon richtig Reifen zu fressen. Der wird sich jetzt gleich wahrscheinlich. Ja, gut, er hat natürlich ebenfalls der ist, ne? Weil er an dem Haas dort vorne dran klebt.
die Plätze 13, 12 und 11 da vor uns. Butler, Grosjean und Norris. Wobei ich vermute, dass Grosjean auch nicht im Verkehr aufhält da vorne. Der Hasse kann ja mal scheinbar nicht schneller. Das haben wir auch schon in Baku gesehen, dass der auch wie mal dick den Verkehr aufgehalten hat. Aber das Problem ist, wenn die da, wenn ich an den drei nicht vorbeikomme, kann das mit Punkten auch ein bisschen schwierig. Wird das mit Punkten extrem schwierig werden. Hinter uns ist Raikön, aber der. Ja, wir kommen nicht vorbei. Das ist irgendwo gerade eine grüne Flagge gewesen, weil da scheint wohl einer zu stehen hinter uns. Ricciardo raus. Der war eh hinter uns. Boah, Alter. Keine Chance, haben was zu machen gerade. Aber jetzt bin ich deutlich besser rausgekommen als die Runde zuvor. So, da versuchen wir. Wir kommen aber nicht in die Position. Hey, keine Chance, um in Position zu gehen. Jetzt geht doch die Reifen langsam ein. Weil ich vermutlich die gleichen Probleme hat. Ich will halt umgehen und noch in Position kommen. Ich hätte vielleicht sogar doch die Variante nehmen sollen, den Stop zu ziehen. Wieder die gleiche Ecke. Ja, die Reifen scheint durch zu sein. Na, egal was jetzt passiert, ich gehe in die Box. Weil vermutlich ist es besser, wenn ich auf Soft zu gehen und mal ein bisschen zu pushen mit den frischen Reifen. Moment. Ne, ich finde keine Lücke da drin. Ich habe auch richtig zu kämpfen gerade mit den Reifen. Das Auto auf der Strecke zu halten. Muss es machen, klar. Weil jetzt mit den, jetzt auf die Dings zu gehen, auf die Soft zu gehen, dann zu pushen und vielleicht mit ein bisschen Glück annehmen, mit dem Boxenstopp vorbeizukommen. Boah, die Box ist immer so weit hinten. Komm, komm, komm. Zumindest so auf 11 zu kommen. So, jetzt mit dem frischen Satzreifen versuchen zu pushen. Das wäre jetzt natürlich, ist der Plan an der Sache jetzt gerade. Elf Runden noch. Was soll in der Box? Ich hoffe, dass einige Kollegen da vorne was machen. Mit ein bisschen Glück kriege ich den. Ja, ich kriege ich den. Scheiße. Scheiße. Ich hatte gehofft, dass der Battle, als ich da jetzt mit dem Stop rankomme. Hat leider nicht so geklappt, wie ich das wollte. Die Lücke, die ist nämlich größer geworden zwischen den Fahrzeugen.
Die sind nicht mehr alle so nah beieinander. Weil davor ist immer noch Norris und davor ist es Grosjean. Also ich hatte gehofft. Ja, ich hätte die Runde vorher fahren müssen. Das wäre der Plan gewesen. Das wäre die richtige Variante gewesen. Ich hab mich gerade. Weil jetzt wieder zur Rennrunde im Sektor 2. Da muss ich erstmal vorbei. Was war denn? Jetzt kannst du dich aber nicht mehr mit dem DRS wehren. Jetzt kannst du dich aber nicht mehr mit deinem DRS wehren gegen mich. Hab ihn. So, jetzt bist du noch ein Auto raus. Also ein Auto muss jetzt noch irgendwie ein Problem haben oder was auch immer. Oder überholt werden. Das ist Science Zones. Weil ich habe jetzt den Dings immer noch an der Backe kleben, ne? Wir waren uns jetzt gerade auch in der Box, aber ob ich das vermute, dass es doch tatsächlich schon gepasst hat. Ich muss hier jetzt ein bisschen wegarbeiten. Das Problem ist, hat er wieder der, es hat er nämlich der ist. Und wirklich wegkommen ja auch nicht von denen. Bottas mit der nächsten schnellsten Rennrunde. Ah, ich komme wieder nicht weg hier. Das hat er, ja gut, jetzt würde er wahrscheinlich vorbeigehen müssen. So, das wäre eine Überraschung, wenn er sich packen würde. Ja, vorbei. Hat er gut gemacht, genau wie Norris vorhin. Jetzt auch Butler mit der gleichen Move. Ich muss mich jetzt wieder dran arbeiten. Ein bisschen aufs Gras gekommen. Aber nur ein bisschen. Und das ist mir jetzt gerade überhaupt nicht gut für mich. Wie gesagt, weil es die Möglichkeit gäbe, um noch ein Pünktchen mitzunehmen. Kann ich mir natürlich versuchen, ein bisschen gegen Norris wegzuhalten. Hamilton setzte die schnellste Rennrunde und Bottas kontert sie quasi direkt hinterher. Ich vermute, dass sie bei Mercedes tatsächlich auch mit DRS dran sind. So, jetzt bin ich wieder am DS-Fenster. Jetzt muss ich gucken, dass ich den vielleicht noch kassiere. Weil sonst wird das. Ha, der macht die Lücke direkt zu, der Pisser. Da habe ich direkt zugehalten, wie der mir die Tür zugeworfen hat, direkt. So, der nächste Angriff gegen Norris. Oh, da hat der. Habt ihr gesehen? In der ersten Kurve. Aber statt dass er mir dann, dass ich da rein kann in diese Lücke, dass ich den kassieren kann, oder zumindest mal auf die Position angreifen kann, nö, er wirft mir die Lücke zu und drückt mal von der Strecke. Die pusht mir da auf Track. Fuck you. Und mittlerweile bin ich wieder vorbei an Norris. Also ich weiß, es wird schwierig werden, Punkte zu holen. Gerade gegen Butler, den möchte ich gerne noch kassieren.
Ich habe sogar Sektor 3, violett. Ja, wirft, ja, lässt es sein. Also die KI verteidigt sich besser als im Mann von 2008. Im Mann von 2008 hätte sich den wahrscheinlich easy gehabt. Aber hier fightet er die Position. Es sind noch 6 Runden übrigens. Davor ist übrigens jetzt habe ich dich. Jetzt hast du mir die Lücke ein bisschen zu weit aufgelassen. Jetzt habe ich dich kassiert. Das war ein kleines bisschen. Ein bisschen zu lang, zu weit aufgelassen. Jetzt habe ich es gesehen. Ja, vergiss es, Kollege, vergiss es. Nächstes ist übrigens Lukas Weber. Also ich Pünktchen will ich irgendwie noch mitnehmen. Er will den Angriff setzen. Aber dich lasse ich da nicht rein. Nee, diesmal nicht. Diesmal mache ich dir nämlich die Tür zu, Kollege. 5 Runden noch. Und ich habe einen harten Fight mit Devin Butler im Toro Rosso. So, wenn jetzt einer ausschaltet, nehme ich mir sogar noch hier ein Pünktchen mit. Vom P14 aus. Es ist natürlich keine Garantie, dass es hier irgendwie noch klappt, aber mal gucken. Vielleicht fällt noch einer aus. Und im Zweifel verteidige ich mich. Wieso bin ich Gott sei Dank wieder weggekommen? Ich glaube, jetzt raus aus dem DRS-Fenster. 3,8, ja, 1,5 Sekunden. Gut, er ist weg aus dem DRS-Fenster. Scheint das Auto wieder mir loszuwerden zu sein. Ja, diese Zweikampf hat mir sehr extrem Zeit gekostet. Ich muss ja wieder rankommen. Es war ein bisschen Corner-Cutting, das ist schon mir klar. Komm, geht doch nicht einer noch, kann doch nicht einer noch in die Box. Wenn mir keiner ausfällt, bin ich durch. Ist das Thema gegessen. Kommen wir nach 4 Runden. Nein, das Thema wird nicht. Das wird nur mein Ausfall entschieden, weil er mir wegzieht. Das ist das Problem an der Sache. Ich kann dem Kollegen nicht folgen. Mit dem Alpha. Ich kann ihm nicht folgen. Wird das hier in Spanien nochmal die zweite Nullnummer hintereinander oder können wir das irgendwie noch ein Pünktchen holen? Irgendwas noch mitnehmen. Weil das Wochenende in Monaco könnte ähnlich wie Baku werden, das sieht nicht ganz rosig aus. Ich hoffe natürlich, dass jetzt nochmal einer kommt, da vorne sich ein bisschen ein Flügelchen abfährt oder sonst irgendwas, sondern also mal sagt, er muss in die Box. Ja, 3, dann sollen die sich da vorne bekämpfen und ich wieder vielleicht die Möglichkeit habe, da ranzufahren. Sollen sie mal. 3,6 nur noch. Aber wir haben noch 3 Runden, das ist das Problem. Und wieder 3,9. Also die ziehen mir wieder weg. So leben, weil die wahrscheinlich sich im DRS-Fenster schön die gegenseitig schön DRS geben. Dass ich da gar keine Chance habe, irgendwie mal in die Position zu gehen. Hier im Infield, wo es jetzt nicht auf die Gerade geht, oder nicht außerhalb der DS-Zone.
Komme ich wieder voll ran in den. Aber hier zieht er mir wieder weg. 3,1. Auf einmal ziehe ich wieder ran, ja. Hamilton bis Zeit 23,4. Ich weiß, ich habe eine Verwarnung gekriegt. Ist mir gerade richtig egal. Ich will da nur ran. Ich wollte was ausprobieren. Besser über den Sektor 3. Vielleicht gibt es da noch eine Möglichkeit, irgendwas zu reißen. Weil jetzt will ich aber an die Punkte auch noch ein paar, noch wenigstens ein Pünktchen mitnehmen. Für unser Williams-Team. Ich sehe das Ziel vor meinen Augen. ...2,1 nur noch, liebe Leute. Aber nur noch 2 Runden. Ich darf natürlich jetzt kein weiteres Corner-Cutting machen. Ich vermute, dass ich dann die Strafe kassiere. Also zumindest nicht da so abkürze, wie ich das gerade gemacht habe. Aber wir sind plötzlich im DS-Fenster. Also wie gesagt, den Punkt habe ich noch nicht abgeschrieben. Die werden sich natürlich jetzt ebenfalls wieder DRS geben da vorne. Also es muss über den Field gehen. Mein Ziel ist es jetzt über das erste DRS-Dings ranzukommen, in Schlagdistanz zu kommen. Und dann auf der langen Geraden in Richtung letzte Runde zumindest ein Auto da vorne von den Vieren zu kassieren. Im Idealfall alle 4, aber das wird schwierig werden. Können wir hier nochmal unser Punktekonto wirklich auf den letzten Metern hier in Spanien ausbauen? Oder kriegen wir es nicht hin? Plötzlich sind wir wieder so weit in der Schlagdistanz. Irgendwie will das Auto wieder. Ja, wir die schnelleren Reifen haben. Müsste eigentlich. Das ist mein Ziel. Wieder ranfahren, Sainz, Weber, ja, das ist, könnte. Ich vermute, dass ich das aber jetzt irgendwie ein bisschen. Na, Moment. Deutlich besser rausgekommen als Weber. Aber der fährt ebenfalls mit DRS. Das ist das Problem an der Sache. Deswegen komme ich nicht so in die Position, wie ich das gerne hätte. Ne, Angriff kriege ich nicht gesetzt dort. Da schmeißt er wieder geschickt die Tür zu. Na, wann kommt der Angriff? Kommt da noch mal was? Ah, der wirft die Tür so zu, dass ich nicht in diese Putz. Der wirft die Position so zu, dass ich nicht in diese Position komme. Während Lewis Hamilton das Rennen gewinnt. Ich muss einen Asi-Move machen und den mache ich jetzt auch. Ich will mir zumindest ein Pünktchen mitnehmen und den musste ich machen, diesen Move hier. Um ihn dann auf den wirklich letzten Metern hier noch einen Punkt mitzunehmen.
Yes! Gott sei Dank, haben wir irgendwie noch was mitgenommen. Wenn es auch nur ein Punkt ist. Den musste ich so machen, diesen Move. Anders ging es nicht. Haben wir doch noch für eine nicht für Möglichkeit Minipunkt mitgenommen. Yes! Ja, Hamilton gewinnt das Ding. Nach Baku doch noch so ein versöhnliches Ende gerade. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Ja, wer heute auch nicht drin gewesen. Gerade so noch, wirklich auf den letzten Metern holen wir uns tatsächlich noch den Sauber. Um dann tatsächlich noch den Sieg zu holen. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschmolzen. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Kein Fahrer des Tages. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Gott sei Dank, haben wir beide sauber noch kassiert. Aber wir könnten natürlich mit der Fahrer des Tages sein, ne? Müssten eigentlich. Mit plus 4. Genauso wie Räikkönen. Und auch Hülkenberg. Deswegen hat er keinen Namen genannt. Aber zumindest einen Platz gewonnen. Wir haben einen Punktvorsprung vor Renault gemacht. Also nur noch ein Pünktchen Rückstand auf Platz 6 der Fahrer WM. Deswegen war dieser Move so unfassbar wichtig. Ja, es wäre tatsächlich viel mehr drin gewesen, wenn ich ehrlich bin, wenn diese 5 Plus nicht gewesen wäre. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Ja, heute war auf jeden Fall alles gut. Aber nicht viel Abstand zwischen Ihnen und Lukas beim Zieleinlauf, oder? So, mal unseren Ruf steigern beim Team. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Ja, das war heute wunderbar. Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Ja, das hier. Danke für den Kommentar. Jo, bitte. Das war heute ein starkes Rennergebnis. Zumindest doch noch irgendwie einen Punkt mitgenommen. Klar, ärgert mich natürlich, dass wir diese 5 Plus gehabt haben. Die haben wir verdient geholt, aber die mussten wir auch holen. Weil mit dem kaputten Getriebe wäre hier nicht so ein Ergebnis drin gewesen. Und jetzt müssen wir wieder vorne, was die Teamwehr betrifft. So. Ausgezeichnetes Ergebnis. Solche Platzierungen machen sich gut beim Verhandeln. Gern mehr davon. Sieht aus, als würde einer deiner Rivalen auch an einem historischen... Na, will ich aber nicht. Wenn du es mit ihm aufnimmst, kannst du dir vielleicht einen Namen machen. Nö, wir gehen ins nächste Rennwochenende, beziehungsweise in die Vorschau rein, und das heißt Monaco. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder bei Let's Play von 2019 nächste Woche mit dem großen Preis von Monaco, dem wohl ehrwürdigsten Grand Prix dieses Rennkalenders.